Liebe Kelly, vielen Dank, dass du heute hier bist in unserer Konferenz zum Thema Heilung. Ich bin so froh, dich kennenzulernen. Und als erstes würde ich dich bitten, dich vorzustellen, deine Biografie, was du tust. Also, mein Name ist Kelly Cosso. Ich bin Geschäftsführerin und Programmdirektorin des Ford-Instituts, welches von der wundervollen und unglaublichen Debbie Ford gegründet wurde. Sie war Bestseller-Autorin und wir sind als Experten für Schatten bekannt. Im Ford-Institut haben wir verschiedene Programme, Produkte, alles zum Thema deinen eigenen Schatten entdecken, das heißt die Teile an dir, die du verstecken möchtest, die Teile an dir, die du nicht möchtest. Und obwohl der Schatten sehr versteckt ist, und ich denke, darüber reden wir später mehr, aber Fakt ist, dass dein Schatten alles bestimmt, alles, was du im Leben erfährst, das Maß an Erfolg oder Misserfolg, Liebe oder keine Liebe, deine Freude, was auch immer. Wir sind Experten darin, den menschlichen Schatten aufzudecken und wir veranstalten tolle Weiterbildungen. Wir bilden integrative Coaches aus und Debbie hat auch einen Workshop kreiert namens den Schattenprozess, der wirklich einer der ultimativen Wochenend-Transformations-Workshops ist. Und wir haben das Privileg, dies in einem 3-Tages-Workshop in die Welt zu bringen. Und wir machen es immer wieder. Und dann zu mir persönlich. Ich war Anwältin, dann wurde ich ein Life-Coach und jetzt führe ich das Ford-Institut. Und ich schreibe gerade mein erstes Buch zum Thema Integrität. Wir haben hier viel zu tun. Ja. Und du redest über den Schatten und es ist super interessant, weil ich bin auch ein Life-Coach und ich kann mich daran erinnern, dass wir eine Session zum Thema Schatten hatten. Und ich sagte, was soll das mit dem Schatten? Ich will doch nur das Licht sehen. Und ich habe sehr lange gebraucht, zu verstehen, wie wichtig Schatten im Leben ist. Könntest du das erklären? Warum gehst du in Seminaren in den Schatten? Warum ist das so wichtig für Heilung? Was ist die Verbindung zur Heilung? Der Schatten dreht sich wahrhaftig um das Licht, aber das Gold liegt in der Dunkelheit. Und um zu dem Licht zu kommen, musst du deine Dunkelheit akzeptieren. Für viele von uns, wie ich gesagt habe, ist der Schatten der Teil in uns, den wir nicht sehen. Der Teil, den wir falsch nennen, unakzeptabel, den wir versuchen zu verstecken. Und viele von uns verbringen unglaublich viel Zeit damit, zu versuchen, schlau zu sein, charismatisch zu sein, talentiert, kreativ. Und wir realisieren nicht, dass all diese anderen Teile von uns auch da sind, aber wir keinen Zugriff darauf haben. Also der Schatten ist all die Teile von uns selbst, die wir in die Dunkelheit geschoben haben. Und wir wollen Licht zu diesen Teilen von uns selbst bringen, die wir ablehnen, positiv und negativ, weil Menschen lehnen so viel Positives wie Negatives ab, sodass wir kompletten Zugriff auf unser ganzes Selbst haben. Weil am Ende des Tages, wie Carl Jung gesagt hat, bin ich lieber ganz als gut. Also wenn deine äußere Welt eine Reflexion deiner inneren Welt ist, dann gehören dir nur 5% von dem, was du innen drin bist, weil du denkst, der Rest ist schlecht oder du siehst es gar nicht in dir. Dann wirst du nur 5% nach außen bringen. Also je mehr du dich akzeptierst, je mehr wird innen entstehen. Und in Bezug auf Heilung, wir verbringen so viel Zeit damit, vor uns selbst wegzulaufen und von den Teilen wegzulaufen, die wir nicht mögen, der Vergangenheit und allem. Das ist erschöpfend. Wir versuchen das zu verstecken. Oh, die werden mich nicht mögen, wenn sie das über mich wissen. Also in Bezug auf Gesundheit kreiert das so viel Stress, dieses Nicht-mit-dir-Sein. Du wirst die Teile in dir selbst nicht los. Also versuchen, davon wegzulaufen, ist einfach anstrengend und wird nicht passieren. Also in unserer Arbeit geht es darum, sich dem hinzugeben
und es zu akzeptieren und die Perspektive zu ändern, so dass du die Teile von dir selbst lieben kannst, von denen du denkst, dass sie falsch sind oder gar nicht sehen kannst, so dass du die ultimative Heilung erfahren kannst. Vollkommenheit. Selbstliebe. Ja, das ist wahr, was du uns gerade sagst. Es ist Teil von Annahme, die Dinge so zu respektieren, wie sie sind. Und alles an einem selbst zu lieben, gut oder schlecht. Weil wenn du das nicht tust, dann wirst du erschöpft sein und du wirst gestresst sein und du wirst in der Welt sein, oh Gott, sie werden das herausfinden, sie werden das über mich herausfinden. Und dieser negative Dialog wird sich immer in deinem Kopf abspielen. Und am Ende des Tages verursacht das Krankheit. Also, wenn ich dich frage, was ist für dich Heilung? Wie würdest du das beschreiben? Also, für mich, und ich weiß nicht, ob das körperliche Heilung ist akzeptieren und eine Heilung haben mit allen den Teilen deiner selbst. Heilung bedeutet, eine Heilung zu erleben mit all den Erfahrungen in deinem Leben, mit all deinen Emotionen, mit allem, sodass du sie integrieren kannst und leben kannst. Weil die meisten von uns haben keine Heilung in sich selbst erfahren. Also die Heilung beginnt mit Selbstliebe. Ja. Und in dem Ford-Institut habt ihr Tausenden von Menschen geholfen, ihr Leben zu transformieren, richtig? Die Menschen, die uns zuhören, sind Menschen wie du und ich und vielleicht Experten. Könntest du uns Beispiele von Menschen geben, denen du geholfen hast, heil zu werden im Ford-Institut oder von dir selbst? Also es ist so, jemand kommt rein, ich habe einen Klienten, sie kommt für den Schattenprozess und ich arbeite mit ihr. Sie ist 25 Jahre alt, sie ist auf einer Elite-Schule und sie hatte die Geschichte, ich bin nicht gut genug, in sich. Und so viel Angst und Sorge, sodass sie erstarrte. Sie erstarrte bei einem Vorstellungsgespräch, während eines Tests. Und als sie über den Schatten erfuhr und lernte, alles an sich anzunehmen und annehmen konnte, dass sie sowohl spektakulär war, als auch nicht gut genug, ihr ganzes Leben veränderte sich. Sie hatte keine Panikattacken mehr. Und wenn du annehmen kannst, dass du alles bist, dass wir egoistisch und selbstlos sind, dass wir schlau und dumm sind. Wenn wir Frieden mit allen Teilen unseres Selbst machen können, müssen wir nicht mehr diese Sorge und Angst in uns fühlen. Also wir sehen so viele Menschen, die dadurch, dass sie sich akzeptieren und Liebe zu sich selbst bringen, Heilung erfahren. Mein ganzes Leben hat sich verändert, weil vorher war ich ein Perfektionist. Ich hatte immer das Gefühl, ich müsste perfekt sein. Und das hat dazu geführt, dass ich niemals in der Lage war, aufzuhören. Ich musste immer weiter arbeiten und beweisen, wie gut ich war. Und nach einer Weile war das einfach anstrengend. Also jetzt kann ich unglaublich sein und ich kann faul sein. Und ich liebe beide Teile an mir selbst. Und es macht das Leben so viel einfacher, wenn du diese bedingungslose Akzeptanz für dich hast. Und du fängst an, dein Leben zu nutzen und lässt das Leben dich nicht ausnutzen, wenn du die Geschenke finden kannst. Also Schattenarbeit hilft dir in Bezug auf Dasein. Du kannst mit dir sein und du musst dich nicht taub machen. Wie viele Menschen werden krank, weil sie taub werden, weil sie nicht mit einigen Teilen von sich selbst da sein können oder Erfahrungen aus der Vergangenheit. Sie müssen das wegtrinken, wegarbeiten oder was auch immer. Aber wenn du Schattenarbeit kennenlernst und lernst, dich ganz anzunehmen, dann musst du dich nicht mehr taub machen. Ja, und es hat viel damit zu tun, zu lernen, es loszulassen, richtig?
Also es geht nicht darum, es loszulassen. Was du loslässt, ist die Wahrnehmung. Die Transformation ist eine Veränderung der Wahrnehmung. Also wir alle haben etwas auf eine bestimmte Art und Weise gesehen. Wir hatten diesen einseitigen Fokus. Also ich mag das nicht und ich mag das. Und Transformation ist eine Veränderung der Wahrnehmung. Das Anschauen der gleichen Sache mit einem neuen Paar Augen. Und jetzt bringst du Augen der Liebe dazu. Augen der Güte. Wir suchen nach dem Geschenk und der Weisheit, anstelle alles als falsch zu deklarieren. Also es ist die Veränderung der Wahrnehmung, die die Transformation hervorruft, die diese Ruhe und Annahme erschafft und diesen neuen Weg, einfach da zu sein in deinem Leben. Hast du Übungen, die du machst? Oder einen Prozess im Ford-Institut, durch den man geht? Oder wie funktioniert das? Also alle unsere Arbeit ist sehr experimentell, weil Transformation funktioniert nicht im Kopf. Es passiert im Herzen. Also arbeiten wir immer mit Übungen, internen Prozessen. Besonders wenn du mit dem Schattenprozess beginnst, ist es wunderschön. Ich nenne es Achterbahn. Aber es ist eine Übung nach der anderen, sodass du mehr und mehr Erfahrungen der Transformation machst. Weil der Kopf kann dich nicht dahin bringen, wo das Herz hingehen möchte. Und auch wenn wir 1:1 Coaching machen, machen wir immer einen internen Prozess mit unseren Klienten, weil wir wollen, dass unsere Klienten wissen, dass die Antworten in ihnen sind. So viele von uns rennen durch die Gegend und warten, dass die Außenwelt uns unsere Antworten gibt. Aber das, was wir aufbauen müssen, ist diesen Vertrauensmuskel. Wir haben alles, was wir brauchen, in uns. Also hören wir auf, da draußen zu suchen und fangen an, hier in uns zu suchen. Ja, das ist immer der Punkt, dass Heilung geschehen kann, wenn man es selbst erlaubt, richtig? Wie bitte? Wenn man es selber erlaubt. Ah ja, erlaubt. Erlauben ist super wichtig. Du musst es erlauben. Und wir sind hier, wir reden über die Heilungsrevolution, über eine neue Welle, ein neues Verständnis von Heilung. Was ist für dich in deinem Verständnis, was ist Heilungsrevolution für dich? Heilungsrevolution ist anfangen, dich selbst zu lieben, weil die Revolution muss innen anfangen. Wenn wir anfangen können, alles an uns zu lieben, können wir anfangen, andere zu lieben. Also die Heilungsrevolution muss mit dem Selbst anfangen. Und das wäre die beste Revolution. Wir projizieren ständig aufeinander. Es gibt so viele Hassende in der Welt. Und wir zeigen mit dem Finger auf andere, aber wir schauen nicht auf die drei Finger, die auf uns zeigen. Also die Revolution muss mit Selbstliebe anfangen. Weil wenn du das Mitgefühl finden kannst und die Liebe in dir selbst für dich, kannst du es für jemand anders finden. Und oft ist es einfacher, es für jemand anderen zu finden. Ich habe Verständnis für dich, bevor ich Verständnis für mich habe. Und wenn wir anfangen können, die Veränderung zu sein, die wir in der Welt sehen wollen, fangen wir mit dem Selbst an. Weil wenn ich mich selbst liebe, muss ich dich nicht runtermachen. Ich muss dich nicht verurteilen, ich muss dich nicht niedermachen. Ich muss mich nicht mit dir vergleichen. Ich applaudiere dir. Gut für dich, gut für mich. Ja. Das ist diese Art von Toleranz, sowie auch einfach Liebe für ein Selbstfühlen. Wenn du Liebe für dich selbst fühlst, fühlst du Liebe für alle. Ja. Wenn ich ein gutes Gefühl mit mir habe, muss ich dich nicht runtermachen, um mich höher zu machen. Ich muss nichts auf dich projizieren. Ich liebe alles an dir. Was ich an mir liebe, liebe ich an dir. Ich kann deinen Egoismus lieben und deine Selbstlosigkeit. Ich kann deine faule Seite lieben und ich kann deine verantwortungsvolle Seite lieben. Aber ich muss alles identifizieren, worüber ich urteile, weil du bist nur da, um mir mich zu zeigen. Also wenn ich mit Paaren arbeite,
sage ich immer, dieser Mensch ist nicht gekommen, um dein Leben miserabel zu machen. Er ist gekommen, um dir die Teile in dir selbst zu zeigen, die du ablehnst, so dass du ganz sein kannst. Sie sind ein Geschenk in deinem Leben, weil sie da sind, um dein Spiegel zu sein, so dass du dir selbst bewusst werden kannst und dich selbst mehr lieben kannst. Sie sind nicht da, um dich unglücklich zu machen. Aber das wird uns nicht erzählt. Uns wird nicht erzählt, dass Menschen in unser Leben kommen, um uns zu heilen. Ja, das ist wahr. Das ist wahr, total wahr. Ich stimme dem voll zu. Und wenn jemand mit dem Prozess beginnt, aber noch ganz am Anfang steht und sich fühlt, ich muss da durchgehen, ich muss da hingucken, weil es immer wieder zurückkommt. Richtig. Was würdest du für einen Ratschlag geben? Vielleicht kleine Aufgaben, kleine Dinge oder kleine Fragen, die er sich stellen könnte. Was würdest du raten? Ich würde ihnen raten, anzufangen, die Teile ihrer selbst anzuschauen, die sie als negativ bewerten. Also müssen sie sie identifizieren, aufdecken. Sie müssen sehen, wie ich so bin, wie sie so sind, diese Qualität. Und dann müssen sie das Geschenk dieser Qualität finden. Jede Qualität dient uns. Also mein faules Ich hilft mir dabei, sehr verantwortungsvoll zu sein. Oder mein faules Ich sagt, nimm dir einen Tag frei, wenn ich einen Tag frei brauche. Mein egoistisches Selbst hilft mir, Nein zu sagen. Also das Beste, was sie tun können, ist alles anzuschauen, was sie verurteilen. Jede Qualität, die sie verurteilen in der Außenwelt. Also wenn sie jemanden sehen, der ein Verhalten an den Tag legt, das ihnen nicht gefällt, sollten sie sich fragen, was für ein Mensch würde das tun? Also wenn jemand Krümel auf der Theke lässt. Was für eine Person hinterlässt Krümel auf der Theke? Und dann würden sie vielleicht sagen, ein Schmutzfink. Und dann hast du eine Qualität identifiziert, die dich triggert. Schludrigkeit. Und dann willst du hingehen und dich fragen, wo bin ich schludrig? Wenn ich meine Klamotten nicht aufhebe, wenn ich den Abwasch nicht direkt mache. Und wie kann es mir dienen, schludrig zu sein? Vielleicht hat Schludrigkeit dir geholfen, super ordentlich zu sein. Oder schludrig zu sein hat dir erlaubt, den Abwasch mal über Nacht stehen zu lassen und sie erst am nächsten Morgen zu machen, sodass du gut schlafen kannst. Also willst du anfangen, die Geschenke in den Qualitäten zu finden, die du ablehnst, die Schattenteile wieder anzunehmen. Und das wäre ein guter Punkt, um anzufangen. Und natürlich können sie zum Schattenprozess kommen. Das ist ein Dreitageswunder. Also ihr macht 3 Tage, richtig? 2,5. Und dein Leben, es ist unglaublich zu sehen, wie Menschen aus dem Workshop tanzen. Ich kann mir das vorstellen. Also kannst du Menschen dazu raten, erstmal damit anzufangen, eine Liste zu machen von der Schattenseite, richtig? Richtig. Und dann vielleicht so ein Workshop, weil wie siehst du das? Ist es einfach, da allein durchzugehen? Du hast das gemacht und ich auch. Wie ist es, durch den Prozess alleine zu gehen? Also schau. Ich meine, du kannst alleine damit anfangen, kannst Videos anschauen, Bücher kaufen. Aber da gibt es eine Sache. In einem Raum voller Menschen, der Einzige, der uns nicht sehen kann, sind wir. Also brauchen wir Assistenz, die uns hilft, uns selbst zu sehen. Schaut euch die Olympischen Spiele an. All die Menschen in den Olympischen Spielen haben Coaches. Also da ist etwas dran, ein Team oder einen Coach zu haben, der dir hilft, dein Ziel zu erreichen. Also wenn dein Ziel ist, dich zu transformieren, wenn dein Ziel ist, aufzuhören, festzustecken, wenn dein Ziel ist, dein Herz zu heilen, wenn dein Ziel ist, mehr zu verstehen, was dich antreibt. Leiden ist eine Option. Dein Leben kann sich so einfach transformieren. Aber uns wurde das nicht beigebracht. Und oftmals, und das ist nicht der natürliche Weg zu denken, wurde uns erzählt, uns zu verändern, es heil zu machen, es loszuwerden. Uns wurde nicht beigebracht, es anzunehmen.
So viele Menschen können die Geschenke nicht sehen. Wie kann ich das Geschenk in einer Sache finden, die ich für so lange Zeit gehasst habe? Oder wie kann ich das Geschenk in meiner Wut sehen, wenn meine wütende Mutter mich zusammengeschlagen hat? Also gibt es so viele Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass sie geschehen sind. Dieses Operationssystem formiert sich in den ersten 10 Jahren. Also brauchst du Hilfe, um es auf eine andere Art und Weise zu betrachten. Ich weiß für mich, ich bin Anwältin. Ich bin zu einer Eliteschule gegangen. Ich bin in Anführungszeichen eine schlaue Person. Aber niemand hat mir das beigebracht. Also ich musste mich da rausholen. Und es war die beste Ausbildung, die ich jemals genossen habe. Und genauso wie du zu einem Arzt gehst, genauso wie du zu einem Ort gehst, du kannst von einer 1 auf eine 10 kommen innerhalb eines Wochenendes. Also warum, wenn das möglich ist, solltest du 10 Jahre mit Kämpfen verbringen, 2 Schritte vor, 1 zurück, im Hamsterrad gefangen? Das Leben ist zu kurz. Ja. Ja, das ist super interessant. Ich habe eine Frage mit Kindern. Könntest du Menschen, die mit Kindern arbeiten, einen Ratschlag geben? Oder Müttern? Oder Vätern? Weil, so wie du uns das erzählt hast, wenn mir das beigebracht worden wäre, das wäre so wichtig. Viel wichtiger als Dinge, die man in der Schule lernt. Richtig. Weil du findest dein Glück, richtig? Genau. Also ich habe mit meinen Kindern angefangen, ihnen einfach nur eine Veränderung der Perspektive beizubringen. Als sie klein waren, hat Debbie Ford ein Buch geschrieben, Die richtigen Fragen. Und es basiert auf der Aussage, dass dein Leben ein Resultat aus den Entscheidungen, die du triffst, ist. Heißt, wenn du die richtigen Fragen stellst, triffst du bessere Entscheidungen. Also es gibt 10 Fragen in dem Buch. Und als meine Kinder klein waren, die Frage, suchst du nach dem, was richtig ist oder nach dem, was falsch ist? Um ihnen zu zeigen, dass das Leben auf der Interpretation basiert, wie du es siehst. Und es gibt nicht eine Interpretation, die richtiger ist und die andere ist falsch. Beim Abendessen saßen wir da und ich habe gefragt, was war heute der beste Teil eures Tages? Und sie haben geteilt, was der beste Teil ihres Tages war. Und dann habe ich gefragt, was war der schlechteste Teil eures Tages? Und dann haben sie geteilt, was der schlechteste Teil ihres Tages war. Und dann habe ich sie gefragt, wie könnte der schlechteste Teil eures Tages der beste Teil eures Tages sein? Was könntet ihr davon gelernt haben? Weil dann bringst du ihnen das bei, einfach in einem Gespräch, die Geschenke rauszufinden. Jede Erfahrung von einem Moment der Verzweiflung zu einem Moment von Freude zu verändern. Also mit meinen Kindern habe ich angefangen, diese Arbeit zu nutzen, als sie klein waren. Natürlich sind sie dann auch zu Schattenprozessen gegangen, als sie 18 Jahre alt waren. Und wir sehen mehr Generationen in unserer Arbeit, weil entweder sind sie Eltern wie ich oder das Bewusstsein ist, dass es Gespräche gibt, die dein Leben verändern können. Also warum nicht diese Gespräche führen? Eine sehr aufregende Sache für mich ist es, all die Menschen in ihren 20ern zu sehen, wie sie zu unseren Workshops kommen oder Coachings nehmen, weil sie verstehen, dass sie nicht leiden müssen, weil sie verstehen, dass sie alles an sich selbst annehmen können. Sie beginnen zu verstehen, dass ihr Operationssystem, wisst ihr, euer Operationssystem entsteht, bis du 10 Jahre alt bist und du verstehst nicht, dass du allem eine Bedeutung gibst. Und das 10-Jährige selbst hat gar nicht das Verständnis, dem wirklich eine Bedeutung zu geben. Also denken sie sich etwas aus. Und das Ereignis versteckt sich irgendwo im Schatten des Bewusstseins, genauso wie die kreierte Bedeutung. Aber es bestimmt dich, weil dein Unterbewusstsein ist zu 95% mehr bewusst und stärker als dein bewusster Geist. Also kannst du das Unterbewusste bewusst machen und kannst die Bedeutung identifizieren, die du dir geschaffen hast, und dann kannst du sie verändern und du hast eine vollkommen neue Realität. Es ist sehr aufregend für mich, weil ich sehe, wie junge Menschen diese Werkzeuge kennenlernen, die ich nicht gelernt habe, bis ich 40 Jahre alt war. Ja,
Also sogar mit kleinen Kindern geht es einfach nur darum, ihnen beizubringen, die Perspektive zu wechseln. Oder nicht zu ihnen zu sagen, du bist schlecht, du bist gierig, du bist dies oder das. Sodass sie wirklich anfangen können, Liebe und Akzeptanz sich entgegenzubringen. Ja, das wäre das größte Geschenk, wenn wir das tun könnten. Sogar in der Schule, richtig? Das in der Schule beizubringen. Und wir müssen die Vorbilder sein. Wir können nicht nur darüber reden. Zum Beispiel bei mir zu Hause erlaube ich nicht, über andere Menschen zu reden. Also haben meine Kinder das gelernt. Sie lästern nicht. Sie urteilen nicht. Sie reden nicht. Sie bringen nicht all diese Negativität in den Moment. Und hier drüben, besonders mit den Wahlen, die anstehen, wäre das nicht wunderbar, wenn Menschen einfach über die Probleme reden würden und nicht diese Schlammschlacht abhalten würden. Also der beste Weg, das deinen Kindern beizubringen, ist Liebe und Akzeptanz dir selbst entgegenzubringen. Wenn ich vor meinen Kindern sitze und sage, ich hasse diesen Teil an mir, ich hasse diesen Mensch, schau ihn dir an, dann bringe ich ihnen das dadurch bei, wie ich mich verhalte. Und dann ist es egal, was ich sage. Ja, so wahr. Ja. Und das ist super interessant, weil die nächste Generation, wenn wir in diese Bewusstseinsebene gehen und wir das weitergeben an unsere Kinder, an die nächste Generation, werden sie mit dieser neuen Perspektive groß werden, mit einer anderen Realität. Absolut. Wir pflanzen diese Samen. Sie sind die Zukunft. Und deswegen finde ich es so aufregend, diese Generation, weil sie sind die geistigen Anführer des Morgens. Und dass sie diese Werkzeuge lernen, weil hoffentlich wird da eine neue Realität entstehen. Hoffentlich wird es eine Entstehung von einem neuen Weg des Miteinanders geben. Weil es geht um Verantwortung für mich selbst übernehmen, anstatt alle anderen dafür verantwortlich zu machen. Und das ist super wichtig. Das ist, wo wir stehen, richtig? Ja. Und das ist so interessant. Und ist da noch etwas, was du uns darüber erzählen möchtest? Also, ich glaube, dass durch den Schatten, dass Menschen ihr Licht genauso ablehnen wie ihre Dunkelheit. Also Menschen akzeptieren nicht, dass sie brillant sind, dass sie unglaublich sind, dass sie grandios sind. Und Menschen müssen ihr Licht akzeptieren, genauso wie ihre Dunkelheit. Und sie lehnen es genauso ab, wie sie ihre Dunkelheit ablehnen. Also wenn wir Schattenarbeit machen, geht es darum, Licht zu dem Licht und der Dunkelheit zu bringen, sodass wir alles annehmen können. Weil es geht darum, in der Vollkommenheit zu sein, die du bist. Also der Schattenprozess ist dieser tolle Tanz, dein Licht und deine Dunkelheit zu akzeptieren. Und du musst beides akzeptieren. Was ich sehe, wenn Menschen kommen, um unsere Arbeit zu machen, sind sie sich sicher, dass sie bereit sind, eine neue Realität zu erfahren. Sie sind wirklich bereit, auf eine neue Ebene der Selbstannahme und Wertschätzung zu gehen. Und wenn du dich so annimmst, wie du bist, und annimmst, dass du es verdienst, alles zu haben, macht das Universum mit. Und daher ist es so aufregend, Menschen dort stehen zu sehen und zu beobachten, was sich öffnet. Ja, und wenn du anfängst, deinen Schatten und dein Licht zu akzeptieren, dann kannst du Schatten und Licht von anderen akzeptieren. Genau. Und du machst niemanden schlecht oder willst, dass er sich verändert. Oder auch, was du machst. Du musstest einen Teil des Lichtes akzeptieren, um diesen Kurs zu kreieren, um zu sagen, ich starte diese Revolution, ich starte eine Bewegung, die Heilungsrevolution. Wenn du nicht da gestanden hättest und gesagt hättest, ich kann das, und nicht auf eine Ego-Art und Weise, sondern in dem Wissen, ich tue das für die Welt, da kommt die Veränderung. Also du, die du in deinem Licht stehst,
Gebt jemandem anderen die Erlaubnis. Wow, wenn sie das machen kann, wovon sie überzeugt ist, dann kann ich etwas tun, wovon ich überzeugt bin. Und so zieht sich das um die Welt. Und ich liebe das. Wenn ich jemanden sehe, der etwas Unglaubliches tut, geben sie mir Hoffnung. Sie geben mir Inspiration. Und es ist super cool, weil wenn jeder bei sich stehen würde, dann müsste niemand sich vergleichen oder sich runtermachen. Und ich sag dir, wenn ich mich vergleichen würde mit der, ich kann das nicht tun, ich kann das nicht tun. Wenn ich meinen Schatten nicht angenommen hätte, hätte ich es nicht getan. Du wärst wie paralysiert. Oh mein Gott, ich kann das nicht, sie ist besser als ich. Es gibt 1 Million Gründe, etwas nicht zu tun. Aber die Tatsache, dass du gesagt hast, okay, du hast irgendeine innere Arbeit gemacht und du bist begeistert von etwas, was größer ist als du, es hat dich gerufen und du stehst in der Größe des Zusammenhalts, weil in dem Wir ist das Ich nicht mehr so ängstlich. Oh, ich kann das nicht machen, ich werde nicht gut aussehen. Das ist die Krankheit. Also wenn du in der Größe von etwas Größerem als du selbst stehen kannst. Aber so viele von uns haben Angst, dass Menschen uns verurteilen oder sogar schlimmer, dass wir uns verurteilen. Und deswegen ist es so wichtig, die Schattenarbeit zu machen, weil du verstehst, dass du nur die Reflexion von mir bist. Und wir sind nur Menschen und wir müssen diese Menschlichkeit annehmen. Du und ich, wir können ein tolles Gespräch haben oder es kann langweilig sein, aber das ist okay, weil wir sind alle langweilig und wir sind alle faszinierend. Ja, das ist wahr. Ja. Ich liebe es. Es ist so wahr. Ja. Und zum Ende kommend, die letzte Frage, wenn du zusammenfassen würdest. Du hast viel über Schatten und Licht gesprochen. Wenn du es in einem Wort zusammenfassen könntest, was ist Heilung für dich? Welches Wort würdest du wählen? Heilung? Ich glaube, es würde entweder Liebe oder Weisheit sein. Weil ich glaube, wenn wir die Weisheit haben, dann heilen wir. Ich glaube fest daran, dass dein Körper immer zu dir spricht. Und all das Wissen ist in deinem Körper. Und oftmals hören wir nicht zu. Ich glaube, da ist Weisheit in unseren Wunden. Und wenn wir die Weisheit erlangen, heilen wir. Und am Ende geht es um Selbstliebe. Wenn ich mich selber genug lieben kann, mir zuzuhören. Und das ist genau das, was ihr im Ford-Institut macht, den Menschen Weisheit bringen. Naja, wir helfen ihnen, die Weisheit in sich zu finden, das Licht ihres Lebens zu finden, so dass sie all das, was sie sind, nutzen können. Und all das, was ihnen widerfahren ist, als Teil dieses unglaublichen Designs. Es sticht wirklich heraus, dass wir alle hier sind. Wir sind hier, um zu heilen, um uns weiterzuentwickeln. Und wir entwickeln uns nicht weiter, indem wir ein Pflaster auf etwas packen. Wir entwickeln uns weiter, indem wir das Pflaster abreißen, sodass wir es fühlen können, sodass wir heilen können. Also alles, was passiert, passiert wirklich für die Evolution deiner Seele. Und all der Schmerz, ob das dein Körper ist oder eine Erfahrung, widerfährt dir, damit du dich weiterentwickeln kannst. Also vielleicht ist Heilung auch Weiterentwicklung. Ja. Und es ist wirklich eine Ebene an Bewusstsein. Das ist Heilung. Ein anderes Bewusstsein in Hinsicht auf das, was dir Schmerz verursacht. Das ist wunderbar. Vielen Dank, Kelly. Gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest am Ende? Nein. Ich würde Menschen nur sagen, dass Heilung möglich ist. Es ist nicht nur möglich, es kann so, die Heilung bringt dich zu einem Leben, was du dir im Traum nicht vorstellen könntest. Weil auf einmal bist du heil und du bist befreit. Und da kommst du hin durch die Schattenarbeit. Du hast die Heilung mit dir selbst, mit deinem Leben und den Menschen um dich.
und dann tanzt du einfach in der Freude von all dessen. Yeah, beautiful. Ja, wunderschön. Thank you so much, Kelly. Thank you for Dankeschön, Kelly. You're welcome. Danke für alles. Sehr gerne. Thank you. Viel Erfolg. Bye. Tschüss.